Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie alle hier zusammengekommen sind und dass wir uns jetzt schon sehr oft in diesem Jahr getroffen haben, sowohl hier im Kanzleramt als auch an vielen, vielen anderen Orten, um die gemeinsam uns berührenden Fragen zu besprechen. Zuallererst ist da natürlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der uns so sehr beschäftigt und der unverändert alle unsere Anstrengungen erfordert, um sicherzustellen, dass wir die europäische Sicherheitsarchitektur auch für die Zukunft verteidigen können. Denn die ist ja gefährdet mit dem russischen Angriffskrieg, der deshalb von mir als eine Zeitenwende bezeichnet worden ist, weil er eine der Verständigungen aufkündigt, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, nämlich, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden. Es ist deshalb sehr wichtig, dass wir alle signalisieren, dass wir die Ukraine so lange unterstützen, wie das notwendig ist. Es ist ein gutes Zeichen, dass in dieser Situation die Vereinigten Staaten von Amerika jetzt die notwendigen politischen Entscheidungen getroffen haben, um ihre Unterstützung für die Ukraine fortsetzen zu können. Genauso wie es wichtig war, dass anfangs des Jahres es gelungen ist, die fiskalische Unterstützung für die Ukraine aus der Europäischen Union zu mobilisieren. Und wichtig war, dass wir jetzt alle gemeinsam mehr Anstrengungen unternehmen, um auch in diesem Jahr und den folgenden Jahren das Notwendige zu tun. Sie wissen, Deutschland ist das Land, das in Europa am allermeisten und weltweit am zweitmeisten Unterstützung auch mit Waffenlieferungen und Munitionslieferungen für die Ukraine leistet. Es sind alles zusammen etwa 28 Milliarden Euro, die wir bereits geliefert haben oder liefern werden. Und darunter sind auch hochwirksame Verteidigungssysteme wie die Patriot-Batterien, die wir jetzt schon geliefert haben und wo eine weitere folgen wird. Ich möchte die Gelegenheit noch einmal nutzen, viele unserer Freunde in Europa zu bitten, dass sie auch in ihren Beständen noch mal gucken, ob es nicht irgendwie gehen kann, dass sie auch in dieser Hinsicht noch etwas tun, um die Luftverteidigung der Ukraine zu unterstützen. Das gilt gleichermaßen für all die Fragen, die uns miteinander bewegen, wenn es etwa darum geht, wie wir auch ansonsten Luftverteidigung organisieren können. Aber das ist eine ganz spezielle Anforderung. In dem Sinne freue ich mich über den weiteren Austausch, auch im Hinblick auf den bevorstehenden Gipfel in Washington, der ein großer Erfolg werden soll und wo es auch darauf ankommt, dass wir die Einigkeit der NATO in dieser Zeit noch einmal unterstreichen, wie es uns in Vilnius gelungen ist. Ich bin froh, dass die bei dieser Gelegenheit angekündigten bilateralen Partnerschaften mit der Ukraine an vielen Stellen jetzt auch Wirklichkeit geworden sind. Zuerst durch die Verständigung von Großbritannien und Deutschland, aber dann schnell vielen weiteren. Und es wird darum gehen, dass wir in dieser Hinsicht auch dann weiter das Erforderliche tun. Insgesamt, ich bin sehr froh über diesen Besuch und wir werden uns intensiv austauschen. Schönen Dank fürs Kommen. Herr Bundeskanzler, lieber Olaf, ich freue mich, wieder in Berlin zu sein und dich heute treffen zu können. Ich danke dir für deine freundlichen Worte der Begrüßung. Ich danke dir auch für dein persönliches Engagement und deinen Einsatz für das transatlantische Bündnis. Deutschland leistet wichtige Beiträge zu unserer gemeinsamen Sicherheit. Sie stärken ihre Präsenz im östlichen Teil des Bündnisses durch ihre Bereitschaft, eine Brigade in Litauen zu stationieren. Ihre Flugzeuge überwachen den Himmel über den baltischen Staaten. Deutschland hat 12.000 Soldaten für Steadfast Defender, die größte Übung der NATO seit dem Kalten Krieg, zugesagt. Ihre historische Zeitenwende hat auch zu einem deutlichen Anstieg der Verteidigungsausgaben geführt. Die Tatsache, dass Deutschland jetzt 2% seines BIP in die Verteidigung investiert, ist von großer Bedeutung für uns alle. Deutschland verdeutlicht seine Führungsrolle auch durch seine Unterstützung für die Ukraine. Sie leisten den größten europäischen Beitrag zur militärischen Unterstützung der Ukraine. Und Sie haben soeben beschlossen, ein drittes Patriot-System der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Und ich stimme dir voll und ganz zu, das ist ein Beispiel, dem die anderen Bündnismitglieder folgen sollten. Ich begrüße ebenfalls, dass andere Bündnispartner sich bereit erklärt haben, mehr zu tun. Die USA haben ein weiteres militärisches Unterstützungspaket gebilligt. Das Vereinigte Königreich, die Niederlande und andere haben weitere zusätzliche Beiträge angekündigt. Das ist von großer Bedeutung und muss schnellstmöglichst erfolgen. Wir müssen auch achtsam sein, was verdeckte
Aktivitäten seitens Russlands im Bündnis anbetrifft. Letzte Woche hat Deutschland zwei Personen inhaftiert, denen Spionage und Sabotage zur Last gelegt wird. Das Vereinigte Königreich hat heute zwei Bürger festgenommen, die im Interesse Russlands spioniert haben. Hier stehen wir voll und ganz an Ihrer Seite, an der Seite Deutschland und des Vereinigten Königreichs. Solche Spionagemaßnahmen sind inakzeptabel und sie werden uns nicht davon abhalten, die Ukraine weiter zu unterstützen. Wir stimmen uns hier sehr eng ab hinsichtlich unserer Reaktion auf feindselige Taten dieser Art gegen die Bündnismitglieder. Herr Bundeskanzler Olaf, ich danke dir sehr für die freundliche Begrüßung und ich freue mich auf das Gespräch mit dir.